Herzlich willkommen zur nächsten Runde. Italienisch? Italienisch. Ach komm, wir machen mal auf Italienisch. Ich hätte auch Spanisch machen können, aber egal. 1669. Man weiß ja nie, was der Gegner einmal gut kann. Das ist ja unbekannt. Ja. Die bekannte Variante. Kommt da ein, dann greife ich an. Gewinnt 124. Ja, das kenne ich. Schlagen, schlagen, er bietet Schach. Die Variante wir da kennen. Schlagen, schlagen, Schach bieten. Ich schläge mit dem Bauern, ich schlage zurück, dann ist hier die Linie offen, dann bietet er mir hier Schach. Bekannte Variante. Das war klar. Muss ich zurückschlagen. Dann kommt er mit Schach. Muss ich mit dem Läufer dazwischen. Ja. Könnte das schlagen, dann muss ich mit dem Springer schlagen, mit der dann wieder weiter gedeckt ist. Ja, das ist alles bekannt. Okay. Alles noch im grünen Bereich. Könnte der, glaube ich, kommen. Dann kann der Läufer raus. Der ist auch zweimal gedeckt. Der greift ja dann meinen Läufer an. Aha, das geht. Echt? Das geht jetzt einfach. Okay. Greift da beide an. Okay. Könnte man machen. Ja, müsste dann da die Gabel machen, ne? Okay. Ja. Ja, machen wir denn am besten? Da krieg ich dann wieder. Muss er sich ja jetzt wiederholen. Logischerweise. Läufer, gut, ich habe jetzt hier einen vereinzelten Bauer. Das ist natürlich ein Isolani. Jetzt darf ich nicht abtauschen. Aber das Endspiel ist natürlich für ihn besser. Isolani, muss ich auch noch lernen. Das geht. Wieder Schach, Schach. Krieg ich da noch einen Bauern? Echt, das geht? Was ist denn mit dem da? Zurückziehen, dann greife ich ihn wieder an. Das ist die Frage, ne? Das so gut war. Natürlich gegenfesseln. Dann will er den wahrscheinlich.
natürlich jetzt einen Gegenangriff machen. Interessant. Macht einfach den, ja. Okay. Sofort, dann hat er aber wieder eine Gegenfesselung. Oh, schlagen. Sofort raus hier. Ne? Ja, okay. Ist, ob ich jetzt nicht lieber Rochade mache. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Natürlich jetzt alles gefährlich. Schach. Interessant. Kannst du noch nichts machen, weil eine Figur mehr. Okay. Echt? Zwei. Interessant aus, oder? Eigentlich ja. Echt? Sieht interessant aus. Will er noch mal weg? Was ihm drohe ich hier, den Turm zu fressen? Das ist klar, jetzt kann ich natürlich den Turm nicht mehr fressen. Das Einzige, was ich jetzt mehr habe, ist die Dame. Den Springer. Dame. Springer. Eine komplette Figur mehr. Das muss ich mal ganz in Ruhe spielen. Da kann er eigentlich nicht hin. Echt? Da willst du hin? Hm. Kann er den nicht mehr decken? Wie will er den denn decken? Gar nicht. Da noch mal decken. Getrennt. Die Frage ist, wie ich das jetzt mache. Da kann er nicht hin. Ja, da hat er nirgendwo mehr was. Da willst du hin. Zweifach Verbindung, okay. Ah, ja, da willst du hin. Okay. Ja. Könnte ihn wieder angreifen. Echt? Mal gucken, dass ich da was draus mache, ne? Die. Da kann er keinen Schach bieten. Natürlich versuchen, weit abzutauschen, damit ich meinen Springervorteil rauskriege, rauskitzeln kann.
Bizarre. Natürlich wieder eine Mattung, wenn er zu viele hier unten hat. Man kann doch nichts machen. Den nochmal decken. Checken, decken. Ah, könnte ich beide, könnte ich die Dame angreifen. Oder da die Dame angreifen. Echt? Aha. Da willst du wirklich hin? Oder hat er noch gar keinen? Gar keinen. Okay. Matt hat er noch nicht. Da selber noch. Da und Matt. Muss glaube ich schon die Dame schlagen. Schach. Echt? Oh. Oh, das ist aber doof. Echt? Okay. Da musst du schlagen. Okay. Oh, da war gut, wa? Okay. Oh, ist ja matt. Okay. Hast du gewonnen. Ah, ist matt. Haha. Du hast gewonnen. Und? Wie lange brauchst du, um das matt zu sehen? Der braucht nur hier runterzuziehen. Und verloren. Gut. Okay. Okay, hat gewonnen. Der war gut, okay. Wo war ich denn da jetzt?